Hey Momo, Rotfront. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das hier läuft. Ja, moin aus Dakar. Nicht ganz aus Dakar, aus einem Stellplatz 25 Kilometer vor Dakar. Der Tipp von einem YouTube-Follower, hoffe ich. Vielen Dank dafür. Jetzt kommt natürlich wieder alles ganz anders, als man denkt. Ne? Oder als ich mir gedacht habe, als ich geplant habe. Also ganz anders nicht. Aber ich bin hier hängen geblieben. Hab den Dennis und die Kati und den Michi und die Jasmin hier kennengelernt. Michi und die Jasmin sind auch monatelang mit ihrem Synchro unterwegs. Und ja, aus einer Nacht wurden dann zwei und es werden wahrscheinlich drei oder vier Nächte. Hey Momo, Rotfront. Sauber, Momo. Und ich habe den Synchro gewechselt. Jetzt muss man das Knöpfchen drücken und muss aber echt groß anfassen. Leckere Taschinen gemacht, der Chef. Ja. Oh, Wahnsinn. Jetzt gibt's lecker Taschinen. Und dann geht's wieder rüber zu meinen Freunden. Oh, ist das geil. Da kommt die Dame an, hat das Auto voller Hundefutter. Und füttert die Hunde, ey. Ist das geil. Ist das eine coole Aktion. Ja, und da drüben ist übrigens Michi und macht seinen Kite-Lehrgang. Das wird der große Durchbruch werden. Eigentlich hätten wir dann ja zusammen ein Ankommbier trinken müssen. Hier, ne? Ja, das Ankommbierchen. Ich werde auf jeden Fall nach Mauretanien fahren, keine Angst. Das wird allerdings noch wahrscheinlich zwei Nächte dauern, bis ich losfahre. Ich werde heute noch nach Dakar fahren, dort einkaufen, Lebensmittel, Öl. Ich habe mich entschieden, Ölwechsel zu machen vor
vor der Wüstenfahrt. Und Wasser und so weiter, aus dem Grund, weil Dennis schon mehrmals da war und ich habe es auch von mehreren Leuten gehört. Mauretanien ist zwar das ärmste Land, eines der ärmsten Länder Afrikas, aber muss sauteuer sein. Das heißt, alles, was man hier jetzt noch kaufen kann, an Lebensmittel vor allem, da werden wir uns jetzt mit eindecken. Und ganz viel Wasser werde ich noch kaufen. Und eventuell auch noch einen zweiten Reservekanister. Und dann werde ich auch nochmal voll tanken. Und wie gesagt, ich bleibe jetzt wahrscheinlich noch 2 Nächte hier. Morgen werde ich dann den Ölwechsel machen. So ist der Plan. Da klar. Yay, wir passen durch. Brauchen wir noch Öl, dann ein Benzin, nee, Dieselkanister. Alter. Ah, Militär. Darf ich nicht filmen. Wunder, dass es hier in der Nähe Bier gibt. Da fahren wir jetzt mal hin und schauen wir mal, ob der auf hat um die Uhrzeit. Hier wird es wohl kein 10W40 Öl geben. Ich glaube, da müssen wir woanders hinfahren. Jetzt fahren wir erstmal zu Invi. Leute, ich habe einen Benzinkanister bekommen von diesen netten Herren bzw. von diesem Mercedes-Fahrer. Merci. Alter Schwede. Was für nette Leute. Da rennst du rum und kriegst den geschenkt. Ob wir mit den Leuten hier reinkommen, ne? Das weiß ich auch nicht. Tatsächlich, wir haben es geschafft, ne? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Die härteste Tür Dachlas. Kite haben wir nicht gekriegt, aber immerhin Essen. Ja, schauen wir doch mal, was uns erwartet, ne? Ach, Ostern. Weihnachten. Ja. Ich sowieso nicht. Ja, jetzt sind wir wirklich hier im VIP-Bereich, wa?
muss auch weg sein. Ja, und wir bleiben noch hier, ne? Ja. Ich war ein schwarzer Wald. Süß die Hufe. So, Momo. Du bist auch ganz bekannt. Ja. Der große Jugendstar. Hey, Marc. Was für eine Bekanntschaft. Jede Menge Abenteuer. Ja. Ganz viel kuriose Situationen. Ist gerade aufgefallen, ich nehme gerade seit langem mal wieder auf, ohne dass ich die Mütze aufhabe. Müssen wir jetzt nochmal von neu anfangen? Jetzt müssen wir uns nochmal verabschieden. Also, mach mal. Ganz viele Abenteuer, kuriose Situationen. Du brauchst nicht zu schreien, ich glaube, das Mikrofon nimmt das wieder. Das was für eine geile Idee. Schön, dich kennengelernt zu haben. Gute Reise, gute Fahrt. Pass auf dich auf. Euch auch, ne? Aber ich mag dich. Ja. Und euch ganz viel Spaß! Wieder zurück und die Videoaufnahme stehen zu lassen. Ne? Ne? So funktioniert das nämlich. Oh, was für geile Typen, ey. Das war jetzt richtig klasse hier mit Dennis, Kati, Jasmin und Michi. Von hier aus nochmal, ich weiß, ihr guckt meine Videos, das finde ich geil. Von hier aus nochmal ganz liebe Grüße. Ich bin jetzt gerade mal ein paar Kilometer weg. Und das war eine richtig, richtig, richtig geile Zeit. Das war richtig schön. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir noch 235 Kilometer. Nee, irgendwie 200, keine Ahnung. Und dann werden wir dort unsere Schlafplätzchen suchen. Beziehungsweise wir wissen schon, wo wir stehen werden. Und dann habe ich einen Mauretanier kontaktiert, der hilft mir über die Grenze. Ja, das steht jetzt alles, steht mir jetzt, beziehungsweise Bombard und mir jetzt bevor. Ich werde Bombard auch ein bisschen helfen, über die Grenze zu kommen. Alleine schafft er das wahrscheinlich auch nicht. Jetzt fahren wir erst noch mal ein Stückchen. Geht das Abenteuer los? Ja.
Juhu! Ich brauche wieder Rückenwind. Bombard hat eine Rechtsneigung. Das nicht gut ist. Linksneigungen sind immer besser. Wieder so ein Kind-Dromedar über die Straße. Das ist ja, muss aufpassen, mein Kleiner. Nicht einfach über die Straße gehen hier. Was machst du denn jetzt hier? Freundchen. Hier, guck mal. Aber zumindest links und rechts geguckt. Ne? Juhu! Hat tatsächlich den nördlichen Wendekreis. Den Wendekreis des Krebses überschritten. So weit sind wir schon. So, liebe Leute, wir sind jetzt keine 30 Kilometer vor unserem Schlafplatz. Das wird die letzte Nacht sein in der Westsahara. Hoffe ich doch zumindest. Und da werden wir jetzt nochmal tanken. Wir werden mal gucken, dass wir ein bisschen was einkaufen können. Vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen Brauchwasser. Ja. Und dann, wie gesagt, den Schlafplatz suchen. Und ich werde auch den Kanister hier oben voll machen. Guten Morgen, 8 Uhr, marokkanischer Zeit, Westsahara-Zeit. Die Fliegen sind auch schon wach. Heute geht's los. Ja, heute geht's los nach Mauretanien. Heute beginnt das echte Afrika. Und jo. Jetzt fahren wir noch 85 Kilometer. Dann kommen wir zur marokkanischen Grenze. Dort müssen wir natürlich auschecken. Dann fahren wir, ich glaube, 3 Kilometer durchs No Man's Land. Und dann erwartet uns hoffentlich mein Helfer, der uns über die Grenze bringt, der Fixer. Und dann sind wir in Mauretanien. Und ich werde ein paar Fliegen mit rüber schmuggeln, denke ich mal. Habt ihr euren Ausweis dabei? Ja, ich freue mich. Guck mal, einer wieder draußen. Yeah. So, jetzt starten wir aber erstmal mit dem Mod. Ich mache mal den Kaltstartbeschleuniger rein um die Uhrzeit. Ne? Oh, ehrlich. Jo, ich habe euch mal abgebaut, ne? Damit
keine komischen Fragen kommen an der Grenze. Und dann geht's jetzt los. Leute, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den Wecker gestellt habe. Ich glaube vor 2 Monaten oder so. Ciao, ciao. Von Bier Gandus. Ich habe hier kein Bier getrunken. Krass.